Es ist der 18. März, es ist Freitag. Tech-Täglich ist wieder zurück, aber nur kurz, weil ich bald wieder weg bin. Dazu aber gleich mehr. Wir sprechen heute über das Huawei P9, von dem wir jetzt alte Spezifikationen bestätigt bekommen haben. Was das FBI neuerdings für ein Problem mit WhatsApp hat, wie das iPhone SE aussehen soll, dass Windows 10 Mobile endlich ausgerollt wird und Masquerade für Android bekommt ein tolles Feature. Gleich nach dem Intro. Das ist Berlin, das ist GigaTech. Ich bin Armin und das ist Tech täglich vom 18. März. Es ist Gott sei Dank Freitag. Das Wochenende steht kurz vor der Tür. Und wie schließt man so eine Woche schöner ab als mit einem zünftigen Tech täglich? Eben. Geht nicht besser. Ich bin heute wieder da. Ich war letzten zwei Tage eben weg. Jetzt ist es aber so, ich bin ab nächste Woche dann schon wieder weg. Da werden aber dann die Kollegen Frank und Christoph übernehmen. Und wir hoffen, dass wir euch dann trotzdem einen Tech täglich liefern, außer halt an Ostern. Ostern ist ja dann auch nächste Woche. Freue ich mich schon doll drauf. Gehen wir mal in die heutigen Themen. Das Huawei P9 soll ja am 7. April, war glaube ich jetzt der letzte Stand, 6. oder 7. April vorgestellt werden in London. Vermutet haben wir ja die ganze Zeit für das Gerät so eine Dual-Kamera auf der Rückseite. Die scheint sich jetzt wirklich bestätigt zu haben in einem Teaser-Bild, das Huawei präsentiert hat, auf dem wir so P und 9 sehen. Und in den beiden Hohlräumen oben ist eben eine Kamera. Das spricht dafür, dass das Gerät eine Dual-Kamera haben wird. Alle weiteren Mutmaßungen Fakten zu diesem Bild, zu diesem Teaserbild, lest ihr auf giga.de/android. Wir werden vor Ort sein in London, wenn das vorgestellt wird und euch dann sehr, sehr zeitnah alle wirklich faktischen Informationen zu diesem neuen Smartphone, auf das ich mich persönlich sehr freue. Die Huawei-Geräte in letzter Zeit tolle Smartphones liefern. So, dann, dass das FBI mit Apple im Clinch liegt seit längerer Zeit, ist eigentlich inzwischen allgemein bekannt. Es ist aber nicht nur Apple, gegen die das FBI was hat oder von denen das FBI vielmehr was will. Auch gegen WhatsApp geht man da wohl vor und auch gegen andere Messaging-Dienste. Es gibt jetzt einen konkreten Fall, in dem das FBI wohl eine Anordnung richterlich hat beschließen lassen, dass WhatsApp so eine Art Generalschlüssel rausgeben müsste, damit in diese Chats rein kann. Was die Leute da wohl nicht wissen, ist, dass WhatsApp hat so einen Generalschlüssel gar nicht, weil das eine End-zu-End-Verschlüsselung ist. Da zeigt sich auch wieder, wie das Informationsgefälle da zwischen aktueller Technik und den Behörden teilweise ist. Zeigt sich aber leider auch, wo das FBI da eigentlich alles ran will und wo man am liebsten Zugang hätte. Schwierige Situation weiterhin. Wir hoffen, dass die Tech-Unternehmen und auch die App-Hersteller, die mit solchen Apps zu tun haben, solche Apps rausbringen, da standhaft bleiben können, muss man ja fast sagen. Dann haben wir neue Informationen zum iPhone SE. Das soll nämlich so aussehen wie das iPhone 5S. Das habe ich hier, also so kompakt sein, durchaus auch eine edle Verarbeitung haben, also nicht so wie damals das 5C, so eine Art Fisher-Price-iPhone, sondern schon ein richtig hochwertiges iPhone. Wir sind gespannt, alle Infos dazu auf giga.de/Apple. Gute Nachrichten für Besitzer eines Windows Phone 8.1 Gerätes. Der Rollout von oder das Update auf Windows 10 Mobile hat begonnen. Erste Geräte erhalten das schon. Tatsächlich war ja der 17. März immer im Gespräch. Jetzt scheint es wirklich seit gestern soweit zu sein. Ihr könnt uns gerne in den Kommentaren sagen, wenn ihr Windows 8.1 Besitzer seid, ob ihr Windows 10 schon bekommen habt und vielleicht sogar wie ihr das findet. Wir haben eine große Liste auf giga.de/Windows, wo alle Lumia-Geräte und auch noch ein paar andere, die dieses Update erhalten sollen, gelistet sind. Könnt ihr gerne nachschauen, ob euer Gerät dabei ist. So ein App-Deal oder ein Tipp oder sowas habe ich jetzt nicht. Ich habe aber, naja, einen Tipp für alle, die Masquerade unter Android benutzen. Masquerade ist ja diese App, hatten wir neulich auch mal gefeatured, mit der man sich sozusagen selber aufnehmen kann und dann so eine Maske im Gesicht hat. Die bleibt auch, das funktioniert technisch alles sehr, sehr gut. Unter iOS gab es da schon seit längerem das Feature, dass man diesen Face-Swap machen kann. Habt ihr vielleicht oft in Social Media gesehen, dass Leute da Bilder posten, wo dann ihr Gesicht mit dem Gesicht des Nebenstehenden, manche tauschen auch ihr Gesicht mit einem Ofen aus, eben geswitcht werden. Und das Feature gab es bislang nicht für Android. Jetzt gibt es das. Ich habe das Update vorhin auch erhalten. Also ihr könnt jetzt auch als Android-Nutzer solche lustigen Fotos in die Social-Media-Kanäle spammen. Das ist doch mal eine gute Beschäftigung fürs Wochenende. Das waren die Themen des heutigen Tag täglich. Wie gesagt, ab nächster Woche dann der Frank und der Christoph im Wechsel, bis ich dann wieder da bin. Ich denke so Mitte August. Nein, ich bin nur kurz woanders. Ich bin dann bald wieder da und dann mache ich wieder Tag täglich. Aber der Frank und der Christoph, die machen das auch ganz toll. Deswegen bleibt dran, abonniert diesen Kanal, dann verpasst ihr keinen der kommenden Tag täglich und grundsätzlich Daumen hoch ist immer eine feine Sache. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende und auch schon mal schöne Ostern. Bis dahin, tschüss.